Dieser Kanal wird unterstützt von der Geländefabrik, dein Spezialist für individuellen Tabletop-Geländebau und mehr. Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu No Pain No Games, Grundlagenvideo zu Star Wars Legion. Mein Name ist Alex, ich bin relativ neu hier auf diesem Kanal. Einige von euch kennen mich schon durch manche Twitch-Streams. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ja, ich bin neu hier auf diesem Kanal und ich spiele seit ca. 1,5 Jahren Tabletop, davon seit 1 Jahr ca. Star Wars Legion, und Star Wars Legion hat mich sehr fasziniert und hat mich sehr gefesselt, dieses System. Und diese Freude am System möchte ich euch einfach weitergeben. Und dazu möchten wir eine How-to-Play bzw. eine Tutorial-Serie drehen zu Star Wars Legion. Und das ist das erste Video davon. Wenn ihr die weiteren Videos sehen wollt und wenn euch das interessiert und wenn euch vor allem Regelfragen interessieren, dann solltet ihr jetzt oben den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und auf jeden Fall auch einen Kommentar da lassen, was ihr in den nächsten Folgen sehen möchtet. Dann kann ich schneller auf euch reagieren und euch ein bisschen Star Wars Legion beibringen. Ja, aber wie gesagt, heute erstmal ein Grundlagenvideo zum Spielaufbau von Star Wars Legion. Ich möchte euch heute erklären, was ihr alles braucht, um ein Spiel anzufangen, was ihr bereitlegen müsst und was ihr grundlegend wissen müsst, wenn ihr ein Spiel beginnt. Ja, und da wollen wir auch gleich anfangen. Hier haben wir erstmal den Reichweitenmesser. Der setzt sich zusammen aus mehreren kleineren Gliedern. Die könnt ihr einfach hier so zusammenstecken. Und je nachdem, wie lange ihr das braucht, bis zur Reichweite 4 oder 5 zusammenstecken. Das ist jetzt hier Reichweite 3, das sind drei Glieder, die zusammengesteckt sind. Ja, dann haben wir hier die Bewegungsreichweitenmesser. Davon gibt es drei verschiedene, einmal den 1er, den 2er und den 3er. Welchen ihr davon benutzt, das müsst ihr dann ablesen an den Einheitenkarten, dazu kommen wir gleich. Hier haben wir verschiedene Marker, ich habe jetzt einfach nur mal 4 hierher gelegt. Wir haben hier zum Beispiel einen Schadensmarker, wir haben hier einen Niederheitenmarker, hier ein Surge-Token oder Energiemarker. Ja, die könnt ihr euch bereitlegen. Diese Marker, die sind beim Grundspiel dabei, die sind aber auch bei den einzelnen Einheiten-Packs dabei, beziehungsweise bei den Erweiterungsboxen. Genauso wie die Messgeräte hier, die Bewegungs- und Reichweitenmesser sind auch in der Grundbox oder ihr müsst euch einzeln kaufen. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier, habe ich euch ein paar Miniaturen, ein paar Einheiten bereitgestellt. Es gibt verschiedene Einheitentypen. Ich habe davon mal von jeder eine bereitgestellt. Hier zum Beispiel ein schönes Modell, das ist eine schwere Einheit. Da haben wir jetzt hier ein AT-ST. Wir haben als Commander den Darth Vader. Wir haben hier einen Agenten, den Boba Fett. Dann haben wir hier eine Core-Einheit, das sind die Standardtruppen sozusagen. Da haben wir die Sturmtruppen. Wir haben eine Spezialeinheit. Das sind in diesem Fall Scouts und wir haben eine Support-Einheit. Das ist in diesem Fall jetzt hier ein Taurückenreiter. Ja, also wie gesagt, die Miniaturen von Legion, das sind echt schöne Modelle. Die sehen wirklich sehr, sehr schick aus auf dem Tisch. Also ich finde gerade jetzt auch hier der AT-ST, also rein größentechnisch macht er auf dem Tisch wirklich schon was her. Also die Modelle zusammenzubauen und zu bemalen macht wirklich auch riesen Spaß. Ist auch leichter als gedacht, da gibt es ein paar Tricks, die wir auch in kommenden Videos zeigen werden. Ja, die Einheiten, die bekommt ihr sowohl im Grundspiel als auch, wie gesagt, durch Einheiten, Zusatzpakete, durch Erweiterungspacks. Und zu jeder Einheit gehören auch die Befehls- bzw. Einheitenmarker, aber auch die Einheitenkarten. Die möchte ich euch jetzt mal ein bisschen näher erläutern. An den Einheitenkarten könnt ihr ablesen, was für ein Einheitentyp sich hier befindet. Das ist in diesem Fall eine Core-Einheit, das spiegelt sich dann auch mit diesem Befehlsmarker wieder. Ihr könnt erkennen, wie viele Miniaturen dazu gehören. Diese Einheit hätte jetzt 4 Miniaturen. Jede Miniatur davon hätte ein Leben. Die Einheit hat einen Schwellenwert für Niederheiten und Panik von 1. Ihr verteidigt mit einem roten Würfel und diese Einheit hier hat auch eine Umwandlung. Das heißt, wenn ihr würfelt bei einem Angriff, da könnt ihr zum Beispiel auch Energie würfeln oder auch bei einer Verteidigung, aber Energie könntet ihr hier nur in einen Schaden umwandeln. Ja, hier unten kann man noch ablesen, bei Fernkampfangriff, da hat man eine Reichweite von 1 bis 3. Jede Miniatur darf damit mit einem weißen Würfel würfeln.
Nahkampf hätten wir einen schwarzen Würfel pro Miniatur. Und hier rechts diese roten Striche, das sind quasi die Bewegungsreichweiten. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Bewegungsreichweite 2. Das heißt, ich würde jetzt hier auch den Bewegungsreichweitenmesser 2 nehmen. Ja, und auf der linken Seite können wir noch erkennen, wie teuer diese Einheit ist. Das heißt, ich bezahle für 4 Miniaturen hier 44 Punkte. Und diese Symboliken hier, die zeigen mir, dass ich die Einheit noch ausrüsten kann mit anderen Miniaturen, mit schwereren Miniaturen oder mit Ausrüstungen. Dann nehme ich jetzt mal das Beispiel der Spezialeinheiten hier oben. In diesem Fall sind das Scouts. Da ist wieder dasselbe Prinzip. Ich habe überall meine Informationen. Und hier oben sehe ich praktisch den schweren Soldaten, den ich ausrüsten kann. Diese Ausrüstungskarten, die sind ein bisschen kleiner und die haben auch auf der Rückseite das Symbol. Und die haben auch hier unten links dieses Symbol. Das heißt, hier sieht man, ist der schwere Soldat oder schwere Einheit. Und die kann ich hier ausrüsten. In diesem Fall habe ich jetzt hier einen Scharfschützen ausgerüstet. Ja, man kann jetzt auch weiter ablesen, dass, wie gesagt, diese eine Einheit, weil hier ist zum Beispiel in der Einheit nur eine Miniatur, die darf 2 schwarze Würfel bei einem Fernkampfangriff nehmen. Und diese Miniatur darf dann auch 2 schwarze Würfel nehmen. Das heißt, ich hätte jetzt hier 4 schwarze Würfel, aber diese Miniatur kann wesentlich weiter schießen. Hier steht jetzt noch 1 bis unendlich, aber das wurde durch die Errata, durch das Update geändert auf 1 bis 5. Das heißt, ihr müsst einfach immer gucken. Eure normalen Miniaturen haben quasi immer die Angriffswürfel, die hier unten stehen. Sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf. Pro Miniatur, also diese Einheit, hat pro Miniatur diese Würfel. Wenn ihr die Einheit noch mit zusätzlichen Miniaturen ausstattet, dann müsst ihr immer die Würfel von den zusätzlichen Miniaturen dann nochmal separat ablesen. Von den Würfeln, die ich euch schon gezeigt habe, sowohl als Angriff auch als Verteidigung, gibt es diese 5. Es gibt 2 Verteidigungswürfel, rot und weiß. Und es gibt 3 Angriffswürfel, schwarz, rot und weiß. Wobei weiß immer das Schlechteste ist und rot immer das Beste. Also die roten Würfel haben einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Und die weißen eine schlechtere Wahrscheinlichkeit, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja, wenn ihr euch eine Armee zusammenbaut, dann wäre es jetzt rein nach Turnier oder rein nach regelkonform so, dass ihr euch eine Armee zusammenstellt, die 800 Punkte kosten darf. Das heißt, ihr braucht auch mindestens einen Commander, um zu spielen. Jedoch dürft ihr maximal 2 haben. Ihr könnt maximal 2 Agenten haben. Ihr müsst mindestens 3 Core-Einheiten haben und maximal 6. Ihr dürft maximal 3 Spezialeinheiten haben, maximal 3 Support-Einheiten oder Unterstützungseinheiten und maximal 2 schwere Einheiten. Aber wenn ihr Anfänger seid, dann ist das komplett irrelevant. Holt euch einfach eine Grundbox. In der Grundbox sind zum Beispiel ein Commander, 2 Core und eine Unterstützungseinheit. Das reicht auch komplett für den Anfang. Wie gesagt, die 800 Punkte, die sind nur für Turniere gedacht, dass man da, sage ich mal, auf demselben Level mit den Gegnern kommt. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Wenn ihr euch die Listen baut, dann hat immer der Spieler, der weniger Punkte verbraucht hat. Das heißt, wenn ihr eine Liste gebaut habt mit 760 Punkten und euer Gegner hat eine Liste mit 780 Punkten, dann seid ihr der blaue Spieler. Warum ist das wichtig? Dazu kommen wir jetzt hier mal rüber. Ich habe euch hier mal die sogenannten Gefechtskarten aufgebaut. Die Gefechtskarten, die Gefechtskarten setzen sich auseinander mit der Aufstellungszone, mit den Missionen und mit den sogenannten Bedingungen. Was heißt das? Die Bedingungen könnten zum Beispiel sein, wie hier, eingeschränkte Sicht. Das heißt, wenn diese Karte aktiv wäre, dann hättet ihr auf dem Spielfeld eingeschränkte Sicht. Hier ist die Aufstellungszone. Da kann man quasi dann erkennen, wo ihr euch drin aufstellen müsst. Und der blaue Spieler, der darf jetzt anfangen, Karten davon abzuwählen. Wichtig ist, es zählt immer jeweils eine Reihe, Bedingungen, Mission, Aufstellungszone. Und ihr dürft jeweils immer nur die linke Seite abdecken, also die Karten, die ganz links außen liegen. Das heißt, wenn der blaue Spieler jetzt anfangen würde, und er würde sagen, oh, die Bedingungen hier oben, die gefallen mir nicht, die wähle ich jetzt ab. Jetzt wäre der rote Spieler dran, der sagt, okay, die Bedingung möchtest du nicht, ich möchte die Bedingungen nicht. Dann würde er hier wieder zudecken. Jetzt wäre wieder der blaue Spieler dran und der sagt, okay, mit den Bedingungen, den Missionen, da möchte ich diese Aufstellungszone nicht, die wähle ich ab
Und jetzt wäre nochmal der rote Spieler dran und der könnte jetzt sagen, okay, das Missionsziel, das gefällt mir, aber die Aufstellung gefällt mir absolut nicht. Der könnte jetzt auch nochmal die Aufstellung umdrehen. Und jetzt wäre quasi alle Karten aktiv, die ganz links liegen. Das wäre jetzt quasi diese Bedingung mit diesem Missionsziel und der Aufstellung. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass man die dritte Karte nicht abwählen kann. Das heißt, man könnte jetzt diese Aufstellungszone nicht mehr abwählen, weil eine Aufstellungszone braucht man ja. Ja, und die Aufstellungszonen, die unterscheiden sich extrem. Ich kann euch ja zum Beispiel mal zwei Karten zeigen. Hier sieht man ganz klar, diese Kartenaufstellung, die ist relativ ausgeglichen. Rot sowie Blau kann sich gleichmäßig aufstellen. Hier sieht das zum Beispiel ganz, ganz anders aus. Der Blaue ist eher zentral und der rote Spieler müsste sich auf der anderen Seite eher an den Flanken aufstellen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und deswegen müsst ihr auch, wenn ihr Listen baut, auch immer daran denken, nicht eure vielleicht vollen 800 Punkte auszugeben, sondern eventuell auch mal 5, 6, 7, 8, 10 Punkte wegzulassen, damit man auch der blaue Spieler wird. Ja, soviel zu den Gefechtskarten. Kommen wir jetzt zu den Kommandokarten. Ja, was sind Kommandokarten? Die kann man auch Pip-Karten nennen. Und wozu braucht man die? Ich habe das mal hier links nochmal aufgestellt. Die Kommandokarten, die bekommt ihr erstmal bei den Commandern oder bei den Agenten dazu. Und die Kommandokarten dienen euch dazu, eure Einheiten zu befehligen und wer die Initiative der Runde bekommt. Das heißt, wer in den jeweiligen Runden der Spieler ist, der den ersten Zug machen darf, die erste Aktivierung der Einheit durchführen darf. Man hat dazu hier vier generische Karten. Das sind quasi diese Standardkarten, die man hat. Ihr seht hier oben diese Punkte mit 1, 2, 3, 4. Und ihr müsst quasi diese Karten verdeckt auf den Tisch legen. Ihr und der Gegner würdet jetzt quasi zwei Karten so verdeckt auf den Tisch legen. Und dann dreht ihr die beide um. Und der Spieler, der hier oben die niedrigste Anzahl an diesen Punkten hat, also an diesen Punkten hier oben, der hätte quasi die Initiative. Das heißt, der darf die Runde beginnen. So. Das erstmal zum einen. Des Weiteren aber, wie gesagt, habt ihr auf diesen Karten stehen, wie viele Einheiten ihr aktivieren darf, befehligen dürft. Hier wäre es jetzt zum Beispiel eine Einheit. Wobei wir jetzt hier zum Beispiel drei Einheiten befehligen dürfen. Was heißt das genau? Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt alle eure Miniaturen, alle eure Einheiten auf dem Spielfeld aufgebaut. Jetzt wäre aber folgendermaßen. Ihr müsstet alle Befehlsmarker nehmen. Und die müsstet ihr rein theoretisch wie in eine Art Sack stecken. Oder ihr müsstet die jetzt so einfach auf den Tisch legen und durchmischen. Ihr dürftet auf jeden Fall nicht sehen, was sich unter diesen Markern befindet. Und wenn ihr jetzt am Zug seid, dann würdet ihr quasi einen von diesen Markern ziehen. Da haben wir den. Und dann sehe ich, okay, das ist die Support-Einheit. Das heißt, ich muss jetzt eine Support-Einheit aktivieren. Und wenn ich diese Einheit aktiviere, dann kann ich damit zwei Aktionen durchführen. Was sind überhaupt zwei Aktionen? Das erkläre ich euch übrigens im nächsten Video. Also das wird auch nochmal ganz interessant. Aber wir sind jetzt hier bei diesem Thema, wie gesagt, Aktivierung. Ich aktiviere jetzt diese Einheit, habe zwei Aktionen. Manchmal ist aber in dem Spiel ganz, ganz wichtig, dass ihr euch aussuchen könnt, welche Einheiten ihr aktiviert. Das heißt, mit diesem Befehl erteilen, wenn ich jetzt diese Karte hier gelegt hätte und der Gegner hätte zum Beispiel die 1er-Karte gelegt, dann hätte zwar der Gegner jetzt den ersten Zug und er dürfte eine Einheit aktivieren. Dann bin ich aber dran und ich habe jetzt drei Einheiten, die ich befehligt habe. Das heißt, ich habe jetzt hier immer noch diesen Stapel mit den Markern, aber drei Einheiten davon darf ich mir aussuchen. Dann nehme ich zum Beispiel die Core-Einheit, die Sturmtruppen, ich nehme die Spezialeinheit, die Scouts und ich nehme zum Beispiel die Support-Einheit. Wenn ich jetzt dran bin in meiner Runde, um meine Einheiten zu aktivieren, dann kann ich mir jetzt aussuchen, nehme ich einen Marker aus diesem gemischten Haufen oder aktiviere ich eine Einheit, die hier schon einen offen auslegenden Befehlsmarker hat. Ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich aktiviere meine Scouts, dann packe ich jetzt den Chipsel daneben hin, ich aktiviere die und könnte jetzt mit diesen Scouts zwei Aktionen durchführen. Oder ich sage, okay, ist jetzt in den Spielen auch nicht so wichtig, dass ich diese drei Einheiten hier aktiviere. Ich ziehe einfach aus den Stapel, ah, ist die schwere Einheit, dann muss ich jetzt also den AT-ST aktivieren. Dazu sind diese Pip-Karten da, dass ich quasi nochmal damit erreichen kann, wie viele Einheiten darf ich befehligen, also bei wie vielen Einheiten habe ich quasi offen ausliegende Marker, Befehlsmarker liegen
und darf ich die Runde anfangen oder nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. Das wird sehr, sehr unterschätzt. Diese Karten sind super wichtig. Manchmal ist es super wichtig, dass ihr anfangen müsst, den ersten Zug zu machen. Manchmal ist es auch aber einfach wichtig, dass ihr sagt, okay, ich muss, egal wann ich spiele, ob ich jetzt sofort dran bin oder ob ich nach meinem Gegner dran bin, ich muss danach diese Einheit aktivieren können, weil diese Einheit ist jetzt super wichtig, die ist spielentscheidend. Ja, zu diesen vier generischen bzw. Standard-Kommandokarten könnt ihr immer noch drei weitere nehmen. Und das sind, wie gesagt, die von den Commandern oder von den Agenten. Also mindestens drei könnt ihr dazu nehmen. Das wären jetzt hier zum Beispiel die Vader-Commander-Karten. Also der Vader ist jetzt der Commander mit diesen Kommandokarten. Die könntet ihr jetzt mit dazu nehmen. Das heißt, ihr hättet sieben Karten. Ihr hättet jetzt diese sieben Karten zur Auswahl, die ihr in der Initiative spielen könnt. Man kann aber auch, wenn ich jetzt wie hier einen Commander und einen Agenten habe, dann kann ich drei von den generischen ablegen und dann hätte ich drei von Boba Fett, drei Karten von Vader und die vierte, das ist die mit den vier Punkten, die ist immer Standard. Das heißt, ich hätte wieder meine sieben Karten, die Standardkarte, drei von Boba und drei von Vader. Dann hätte ich wieder meine sieben Initiativkarten, die ich nutzen kann. Ihr könnt jedoch nur die Kommandokarten immer benutzen von den Agenten oder den Commandern, die ihr gerade in euren Listen spielt. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel keine Kommandokarte von Palpatine nutzen, weil Palpatine steht jetzt nicht auf dem Tisch, den habe ich nicht in meiner Liste mit eingebaut, also dürfte ich diese Karte auch nicht nutzen. Am Anfang klingt das sehr, sehr kompliziert, ist aber nicht schwer. Zu diesen standardgenerischen Karten hier, da gibt es praktisch bessere standardgenerische Karten, die bekommt ihr immer jeweils aus dem Spezialisten-Pack. Da hat man zum Beispiel den Vorteil, wenn ihr jetzt hier seht, das noch dazu gesagt. Ihr habt bei den Standard-Kommandokarten, wie gesagt, nur die Symbiose, dass ihr eine Einheit, zwei oder drei Einheiten befehligen könnt. Bei besseren Karten, wie zum Beispiel bei Vader oder bei diesen besseren generischen Karten, da habt ihr unten nicht nur einen Fluff-Text hier stehen, sondern auch wirklich eine Fähigkeit, die eintritt. Ja, hier habt ihr zum Beispiel jetzt, ich darf eine Spezialeinsatzkraft oder einen Agent befehligen. Das ist nur für Imperium und sieht er bis zu zwei zufällige Kommandokarten auf der Hand eines Gegners an. Das wäre jetzt noch der zusätzliche Effekt. Das heißt, der Gegner müsste mir seine Kommandokarten zeigen, also zumindest zwei Stück davon, damit ich noch sehen kann, was er für Kommandokarten hat. Ihr seht also, diese Kommandokarten haben einen großen Einfluss auf das Spiel, weil die A entscheiden, wer zuerst dran ist, b, wie viele Einheiten von mir einen offen ausliegenden Befehlsmarker haben, das heißt die, die ich mir aussuchen kann, zu aktivieren, und c, diese Fähigkeiten, die einen sehr hohen Impact haben. Da gibt es auch Sachen, die Schaden machen, da gibt es Sachen, die mir einen Vorteil verschaffen. Ja, da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen. So viel erstmal zu den Grundlagen. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn ihr jetzt die Einheiten alle in eurer Aufstellungszone aufgebaut habt, dann würdet ihr quasi sagen, okay, wir spielen jetzt die Initiativkarten, also die Kommando- bzw. Pip-Karten. Dann wäre jetzt der erste Spieler dran und könnte sich aussuchen, ob er hier einen offen ausliegenden Marker sozusagen die Einheiten aktiviert oder ob er aus seinen Mischstapel nimmt. Und dann hätte er zwei Aktionen. Was diese zwei Aktionen sein können, das seht ihr im nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Es hat mich gefreut, euch ein bisschen was zu zeigen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Also, tschüss, euer Alex. Haut rein. Tschüss.